Tja, und weiter geht's hier auch direkt mit Crysis. Ich hoffe mal, dass ich jetzt in diesem Part das auf Anhieb schaffe, Tarnfeld aktiviert. Da oben in den Mineneingang reinzukommen. Weil, ja, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel Bock, da jetzt so lange rumzuhampeln, so oft zu sterben. Ja, auch nicht schön. Maximale Stärke. So, nee, nicht bewegen. Ach, Kacke. Sie hofft dich immer schrittweise zu bewegen, verdammt. Scheiße, daneben. Ja, ja. Nein, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib. Bei sowas im... Also sagen wir so, ich habe wirklich Respekt vor den, wirklichen Snipern, die sowas ohne Probleme berechnen können und dann auch treffen. Im Gegensatz jetzt zu mir. Junge! So, geht doch. Naja, so was die Jungs da mitunter schon leisten können, das ist echt krass. Schon wieder nur den Helm weggeschossen. Bleib stehen, lauf, 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 bleib stehen. An der Nase vorbeigeschossen heute. Jetzt das rechte Ohr weg. Schon wieder das rechte Ohr weg. Ja, da kann ich ihn jetzt eh nicht mehr treffen. Ciao. Richtung jetzt. Ja, geht doch. So, haben wir hier unten schon mal aufgeräumt. Holen uns noch was Munition. Tarnfeld aktiviert. Also hätte ich da jetzt nicht getroffen, wäre das peinlich gewesen. Wow. Nach da oben. Ich kann ihn sehen. Runter, schnell. Du wirst sterben, Feigling. Feuerschuss. Okay, also der eine im Geschütz war auf alle Fälle schon tot. Oh. Munition, Munition. Oh, Hubschrauberpatronen, das war alles voll. Weniger Munition. Oh, naja. Wer meint. Tarnfeld aktiviert. Rücke vor! Energie kritisch. Schade, daneben. Maximale Panzerung. Düdüdüdüdü, einmal kurz aktiviert. Nomad, unsere Jungs können nicht landen. Sicher, Nomad, sie landen müssen die Reise der Versorgung schicken. Wir können jeden Moment einstürzen. Okay, das war jetzt ein bisschen fail, dass der gleiche Typ zweimal durcheinander geredet hat. Und stirb! Autsch. Maximale Panzerung. Ja, also ich glaube. Maximale Stärke. Bleibst du stehen oder läufst du weiter? Okay, er läuft anscheinend weiter. Ah, okay. Naja, okay. Da sage ich dann mal nichts dazu. Nein, warum läufst du denn jetzt weg? Genau, bleib stehen, bleib stehen. Ja. gut. Maximale Panzerung. Ist auch Geschichte. Bam. Feind gesichtet! Hören Sie, Nomad!
sichern das Lager der KVA und warten auf die Verstärkung. Ich helfe ihnen so gut ich kann, aber unsere Bodentruppen kommen nur langsam voran. Ich fürchte, sie sind auf sich gestellt. Verstanden. Ja, also, wow. 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 Tarnfeld aktiviert. Okay. Energie kritisch. Das da oben war ein Wumms. Ich weiß zwar nicht, woher dieser Wumms kam. Aktiviert. Aber der Wumms hat gewumms und das, maximale nicht zu wenig. Tarnfeld aktiviert. Naja, Fall, ich gehe jetzt hier ein bisschen vorsichtiger vor. Ich bin weg. Erledigt ihn. Ah, nee, nehmen wir doch erstmal. Ey, was machst du da eigentlich? Wow, da steht wieder irgendwo einer mit der Minigun. Kacke, 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 kacke. Wow. Nomad, hier ist Vulture 15, sind im Anflug. Wir unterstützen sie aus der Luft, over. Okay, supi. Wie gesagt, gegen Luft unterstützen habe ich aus nächster Nähe, mein Freund. Halt die Fresse. Ich hasse diese Minigun, Leute. Och, kacke. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, hier stundenlang zu verbringen. Okay, Leute, wir einigen uns darauf. Ich mache den Bereich hier clear. Dann sehen wir uns wieder dann, wenn... Ja, weil es ist ja echt kacke. Wie gesagt, ich mag dieses Kapitel überhaupt nicht. Wir sehen uns dann da oben irgendwo. Freunde, ich sag euch, das war eine schwere Geburt. Ich habe jetzt hier noch mindestens eine halbe Stunde lang dran gesessen, bis ich das hier endlich mal fertig hatte. Und da fällt mir ein... Na, nee, gespeichert habe ich gerade eben schon. Nicht, dass ich das Ganze nochmal machen muss. Jetzt geht mir hier wenigstens Munition. Na, dann halt nicht. Dann geht's ab in die Mine. Strickland, ich bin jetzt in der Mine. Gut, suchen Sie jetzt die Geisel. Uns läuft die Zeit davon. Sag mal, er kann mich doch gar nicht gesehen haben. Energie kritisch. Sneaky, sneaky, sneaky. Wenn ich hiermit dann gleich fertig bin, höre ich auch erstmal auf. Kann ja irgendwo verstehen, dass man da dann auch keinen Bock mehr drauf hat. Ich meine... Tarnfeld aktiviert. Zumindest eine Dreiviertelstunde an ein und derselben Stelle. Das ist... Das war ein Kopfschuss. Das kann schon wirklich abfangen. Tarnfeld aktiviert. Gut, der Nano-Suit-Typ ist da drüben. Da steht... Energie kritisch. Ein normaler Typ. Tarnfeld aktiviert. Aber... Maximale Panzerung. Den Kerl mit dem Nano-Suit möchte ich dann... Ach nö, er hat voll daneben geschossen. Ich hasse das, dass die immer mit einer Minigun rumrennen. Weil wenn die sich dann einmal auf einen eingeschossen haben, dann ist man ziemlich schnell ziemlich am Arsch. Oh, und hier gibt's die Munition, die ich gesucht habe. Ich könnte zwar auch eine MP nehmen, aber... Ja, möchte ich nicht. Ich verliere Ihr Videosignal! Gehen Sie auf Nachtsicht! Also ich sehe noch alles. Wow! Wichser.
Mann, steht der da auf einmal? Tarnfeld aktiviert. Ja. Energie kritisch. Mit sowas wissen wir uns ja zu behelfen. Tarnfeld einfach aktiviert. Mal. Ja, die Barrikade durchbrochen. Maximale Panzerung. Okay, ich glaube, hier sollte ich gar nicht hin. Maximales Tempo. Das war mal schnell. Nein. Okay, dann würde ich aber doch mal sagen, hier runter. Oder nicht? Hm? Energie kritisch. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich finde das gut, dass hier jetzt mal nicht so viel passiert und man die ganze Zeit denkt, gleich passiert wieder was. Tarnfeld aktiviert. Ja. Okay. Maximale Panzerung. Wir bewegen uns auf alle Fälle in Richtung der Geiseln. Tarnfeld aktiviert. Deswegen maximale Panzerung. Wechsle ich hier jetzt gerade im Moment auch so oft zwischen Panzerung und Nicht-Panzerung. System, das muss man sagen. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Da oben haben wir sogar ein Loch in der Decke. Oh. Oh. Oh, ouch. Da habe ich einen Stein voll auf den Kopf bekommen. Ich glaube, das könnte was wehtun. Maximale Stärke. Und diesen Sprung. General Kion, das ist verrückt. Die Struktur ist maximale Panzerung. Der Berg könnte einstürzen. Ich okay. Will keine Zeit mehr verräumen. Die Sprengladungen sind platziert. Alles ist vorbereitet. Das können wir nicht machen. Die seismische Aktivität, die Energieentladungen, alles geht von dieser Struktur aus. Sie haben meinen Vater gehört. Er wollte uns warnen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Sind die Sprengsätze bereit? Performance to be well, yo. Zünder aktivieren. Detonator to be well, yo. Alpha Team, hört an. Okay, mit diesen Sprachfetzen. Ich kann die Spannung nicht stabilisieren. Irgendetwas entzieht den Geräten Energie. Halten Sie mich nicht hin. Reparieren Sie es. Ich versuch's. Die ganze Struktur absorbiert Energie. Auf Notstrom umschalten. Yeah. Beenden wir die Aufnahme. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin echt froh, dass ich jetzt da diese scheiß blöde Passage da geschafft habe. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht nehme ich jetzt doch noch eine Folge auf. Ich weiß es noch nicht. Naja, auf alle Fälle bis zum nächsten Mal. Ciao.